Mein Name ist Rainer Giersch, bin 41 Jahre alt, komme aus Köln und seit 2011 fotografiere ich auf der Straße. In dem Battle heute gegen den Marc kann ich nur sagen, ich zeige dem Marc heute, wo die Blende hängt. Mein Name ist Marc Barkowski, ich bin 41 Jahre, komme aus Köln und fotografiere seit 2011 im öffentlichen Raum. Im Battle mit Rainer heute werde ich dem Rainer eigentlich schon direkt sagen können, dass er seinen Objektivdeckel drauf lassen kann. Der Marc und ich sind heute hier, um uns gegenseitig zu battlen in der Streetfotografie. Wir haben zwei Themen bekommen, das ist einmal Humor und einmal Extravaganz. Und jetzt bekomme ich noch ein Thema vom Marc und Marc wird dann ein Thema von mir bekommen. Das Ganze steht unter dem Motto typisch Köln. Und dabei habe ich mir gedacht, dass der Rainer dann einen typischen Kölner Kellner, also in diesem Fall einen Kürbis in einem Brauhaus bei seiner Tätigkeit fotografiert. Kann ich dann auch ein Bier dabei trinken? Gerne, ja. Und ich habe mir für den Marc ausgedacht, natürlich was typisch Kölsches, was unter das Grundgesetz so ein bisschen mitfällt. Es hätte noch immer Jote Jange, was so viel heißt wie es ist noch immer gut gegangen und du sollst ein Foto außerhalb deiner Komfortzone machen. Also ein Bild, wo du dich selbst überwinden musst. Das geht in Ordnung. Also ist das bei jedem Bild so. Ja, Marc, 3 Stunden hast du jetzt Zeit. Vergiss die Uhr also nicht. Und ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank, Rainer. Ciao. Ciao. Wir gehen jetzt am Römisch-Germanischen Museum entlang und gehen rechts runter zum Rhein dann. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Ganze auf dieses typisch Kölsch halten möchte, den roten Faden. Habe mir dazu ausgedacht, dass ich den kölschen Humor aufgreifen möchte. Der unter anderem ist, die Hohenzollernbrücke ist sehr bekannt für die Liebesschlösser. Und wir haben da auch immer wieder Leute, die eine Schleifhexe dahin hängen. Leider geht meine Idee hier auf der Brücke nicht auf. So dass ich, wie der Marc vorhin erwähnt habe, wohl versuchen werde, mit Werbeplakaten zu arbeiten. Aber ich muss auch schon direkt sagen, ich arbeite nicht die Themen nacheinander ab, sondern habe alle 3 Themen im Kopf und versuche das so schnell wie möglich zu erfassen und dann auch halt ein Bild zu machen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die beim Fotografieren vorher oder im Nachhinein fragen. Ich antworte im Prinzip oder rede mit den Leuten nur, wenn ich wirklich darauf angesprochen werde. Ansonsten frage ich nicht. Man hat hier das Recht am eigenen Bild, was sich so ein bisschen in der Grauzone bewegt, weil wir in Deutschland auch im öffentlichen Raum fotografieren dürfen. Wenn ein Gesicht zu sehen ist, dann nein. Silhouetten oder die Leute von hinten oder wenn sie nicht die Aussage des Bildes sind, so sagt man, dann ist es rechtlich okay. Ich bin im Moment noch so ein bisschen ratlos. Das liegt aber daran, dass ich noch nicht so den Fluss gefunden habe, hier mich einzufinden, obwohl ich ja auch selbst aus Köln bin. Aber nach Aufgaben zu arbeiten ist schon ein bisschen schwierig. Ich werde mich jetzt hier an der Kreuzung hinstellen
und dann warten, dass sie mir entgegenkommt und vorher schon so tun, als ob ich fotografiere. Es gibt ja verschiedene Bereiche auch in der Streetfotografie. Wenn man Porträts von Menschen machen möchte, müsste man sie schon ansprechen, einen Hintergrund suchen. Das ist dann halt wie bei Models oder so. Und das ist nicht so mein Teil der Streetfotografie, nein. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Reklame, wo immer was draufsteht. Versuche ich das irgendwie mit einzubauen. Schade. Manchmal bin ich einfach zu langsam. Gelbes Hemd, gelbe Briefkästen, gelber Bauzaun. Also ich fotografiere in Schwarz-Weiß, aber auch gleichzeitig in RAW, dass ich die quasi immer in Farbe nochmal habe. Wenn man danach noch so ein klein bisschen verweilt oder vorher, dann gehen die Leute nicht davon aus, dass man sie fotografiert hat. Das macht das Ganze ein bisschen entspannter, wie eben gerade auch das junge Pärchen. Sie gucken, einfach nicht reagieren, durch den Sucher die Leute angucken, draufhalten, das Haus vielleicht angucken und dann entgeht man dem größten Ärger. Ja. Also es geht ja im Moment um den Trend in der Streetfotografie. Und dass es oft als Hobby angesehen wird, wie Golfen, Tennis oder Fußball. Aber ich denke mir, in der Streetfotografie geht es auch mehr um die Tiefe, um die Hintergründe und um die persönliche Entwicklung, die man mit den Jahren, wenn man halt auf der Straße fotografiert und sich mit den Bildern auch beschäftigt, nicht nur mit seinen eigenen, auch mit den anderen Bildern, dass es doch einen tieferen Sinn hat, meines Erachtens. Können Sie jede Person aufnehmen, die Sie wollen? Mache ich doch gar nicht. Doch, ich habe ja gesehen, wie Sie gekniet haben und haben den Herrn fotografiert. Machen Sie sich einen schönen Tag. Ja, ja, Sie auch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Darf ich fotografieren? Ja. Zwischen die Beine? Bleib ruhig stehen. Bleibst du hier? Genau, zwischen die Beine. Ja, vielen Dank. Super, danke schön. Das war Komfortzone verlassen. Wenn jemand sich ertappt fühlt, beziehungsweise wenn jemand sich fotografiert fühlt, kann man ihm sogar das Bild zeigen. Also zur Not wird es natürlich auch gelöscht. Man sollte die Bilder aber versuchen, möglichst zu behalten, denn es könnte wirklich ein gut gelungenes Bild sein. Und wenn man das löscht, ärgert man sich im Nachhinein. Aber ich kann halt nur jedem raten, ganz vernünftig zu reagieren und einfach weiterzugehen eigentlich. Ich war 2 Semester an der Fotoakademie in Köln. Da ich mich dafür entschieden hatte, mit der Fotografie halt dann auch irgendwann Geld zu verdienen. Das ist in der Streetfotografie so gar nicht möglich eigentlich. Und habe dann aber für mich auch schnell festgestellt, dass das Studium nichts für mich ist. Und dann kam ja auch das Magazin dazwischen und somit habe ich es dann abgebrochen. Aber die Erfahrungen, die ich in diesen 2 Semestern gemacht habe, die waren wunderbar und haben mir auch zumindest im Bilderlesen sehr viel geholfen. Ich habe ja freien Spielraum, was Extravaganz angeht. Und hier ist eine wunderbare Spiegelung, wo man ja, die Leute im Prinzip teilen kann, wenn sie jetzt an der Scheibe lang gehen. Also hier versuche ich jetzt, das Stilelement des Kölner Wappens mit einfließen zu lassen, indem ich einen Kürbis, wenn er rauskommt mit einem Kranz Bier, halt ihn bei der Arbeit zeige. Kürbis, für alle, die nicht aus Köln kommen, das ist der Kellner. In meinem normalen Leben, wenn ich nicht mit der Kamera unterwegs bin, arbeite ich bei Ford als Zerspannungsmechaniker in der Frästechnik. Bin Familienvater von 2 Kindern. 10 und 11 Jahre und trainiere nebenbei noch eine Fußballmannschaft. Das ist eine D1-Jugend. Also fotografiert habe ich durch meinen Vater schon immer. Also mein Vater hatte immer eine Spiegelreflexkamera, aber analog. Und ich durfte als Kind halt im Urlaub sehr viel fotografieren. Das hat mich angefixt. Hatte jede Menge
Hab mir 5 analoge Filme gekauft in der Lehre. Hab dann angefangen zu fotografieren, die Bilder weggebracht, richtig viel Geld für die Entwicklung bezahlt und nicht ein Bild war scharf. Und das hat so viel Geld gekostet und ich war so frustriert, dass ich erstmal Fotoapparat alles weggelegt habe für ein paar Jahre. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, wir sind in Urlaub gefahren und dann fing das an, dass ich halt Fotos, Erinnerungen festhalten wollte. Eine erste Digitalkamera geholt, eine kompakte, kam schnell an die Grenze. Eine Bridge-Kamera gekauft, also wo man das Objektiv nicht wechseln kann. Bin auch schnell an die Grenze gekommen, dann eine Spiegelreflex gekauft. Ja, und dann hat das Fotografieren auf einmal wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann durch digitale Medien, also ich kann die Bilder löschen, wenn sie nichts sind. Und ja, wurde es immer mehr. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich Menschen gerne fotografiere. Wir haben ja gerade bei der Situation gesehen, dass der Herr es nicht so toll fand, dass ich jemanden anderen fotografiert habe. Die Situation ist mir schon mal passiert. Da habe ich eine Frau hinter einer Glasscheibe beim Kaffeetrinken fotografiert und bin halt weggegangen. Das hat jemanden dazu angehalten, mir hinterher zu laufen, mir hinten an die Schulter zu packen und ja, versucht halt eine Welle zu machen. Aber die Sachen muss man halt ganz vernünftig klären und lösen. Als ich 2011 fotografiert habe, bei einem Workshop in Bonn war das, da hat original bei meinem ersten Foto habe ich einen Polizisten fotografiert, der mich direkt angesprochen hat und wollte, dass ich das Foto lösche. Das war natürlich dann ein Erlebnis, ja, wo man keine Lust mehr hat, aber es lief sehr freundlich halt ab. Er hat mich gebeten, das Foto zu löschen, sagte mir, dass ich das nicht darf. Heute weiß ich es besser, es ist eine Person in der Öffentlichkeit. Und die darf man fotografieren. Das ist genauso wie die heutigen Stars. Ob es da, heißt er jetzt mal Bruce Willis oder sowas ist. Wenn man die auf der Straße sieht, darf man die fotografieren und muss nicht fragen. Es ist ein bisschen mehr wie ein Hobby. Es ist auch irgendwo eine Einstellungssache, Lebenseinstellung, sagt man das sowas. Ja, ich werde es so lange machen, wie ich Spaß an der Sache habe. Und solange ich es machen kann. Also wenn irgendwann die Beine nicht mehr mitmachen, dann wird es was schwerer mit der Straßenfotografie. Aber im Moment macht es mir wahnsinnig Spaß und ich denke, also ich werde es bis ans mein Lebensende machen. Könnte ich mir jetzt vorstellen, ja. Hier die Stelle, die nutzen wir immer für unsere Guerilla-Ausstellung. Also Guerilla in dem Sinne, dass wir unerlaubt unsere Street-Fotografien aufhängen und die halt auch in der Öffentlichkeit zuteil werden lassen. Und die letzten 2 Ausstellungen im Anführungsstrichen, die sind recht gut verlaufen. Unsere Bilder sind nämlich alle mitgenommen worden mit der Zeit. Also das längste, was gehangen hat, war eins von meinen Bildern. Ist wahrscheinlich, weil es so schlecht war. Aber die Bilder hangen dann im ganzen Stück 5 Tage. Ja, Marc, gestern Abend konntest du dir dann in der Cloud die Bilder, die ich hochgeladen habe, von mir angucken. Solltest dir 3 Stück zu den Themen Humor, Extravaganz und Kürbis bei der Arbeit aussuchen. Ich hoffe, das hast du auch getan. Und dann kannst du mir gleich mal zeigen, welche du dir ausgesucht hast und auch vor allen Dingen sagen, warum. Ich habe das natürlich gestern Abend auch gemacht. Es war schön, deine Bilder anzugucken. Habe sie heute Morgen auch noch schnell drucken lassen. Weiß ja, ich bin mehr so für Printmedien der Freund. Ein Foto muss man in der Hand halten. Das gibt einem besseres Gefühl. Ja, da hast du vollkommen recht, Rainer. Ich habe meinen Laptop dabei und wir schauen uns die dann digital an, zumindest meine. Ja, cool. Ich habe mir für Et het no immer Jote Jange, ja, ne, das Verlassen der Komfortzone, dieses Bild rausgesucht, weil das sieht schon sehr gestellt aus mit den 2 Leuten, die Beine offen haben, selbe Hosenfarbe, der Hund, der in den Beinen steht. Also das denke ich mal, dass du da aus deiner Komfortzone gegangen bist und auch Leute hättest für ansprechen müssen. Also tatsächlicherweise habe ich diese Leute angesprochen. Das ging ziemlich zügig. Allerdings wollte der Mann, der hier den Hund beherbergt unter seinen Beinen, einfach weggehen. Und ich habe ihn gebeten, sich nochmal so hinzustellen, wie er vorhin gestanden hatte. Zum Thema Extravaganz habe ich dieses Bild ausgesucht, weil hier zeigst du wunderbar die Gegensätze. Die extravagante Dame in dem Abendkleid, in dem Schaufenster und ja, die Handwerker, die auch noch wunderbar
ja, positioniert sind. Das passt irgendwie. Also für Extravaganz, das hast du echt klasse gesehen. Und auch der Bildausschnitt, den hast du super umgesetzt. Also das gefällt mir echt gut. Danke. Und wo ich es mir ein bisschen schwerer gemacht habe oder schwer getan habe, das war das Thema Humor. Die Frau, die hier so ängstlich guckt, die älteren Herren, die lächeln und an der Seite das. Das Bild erinnert mich übrigens an so einen Triptychon mit dem Aspirin drüber für die älteren Leute, die wahrscheinlich Kopfschmerzen kriegen, wenn sie so einen Film gucken müssen, wo eine Frau so ängstlich guckt, was auch wieder das Thema Film so ein bisschen aufgreift. Da musste ich dann doch schmunzeln. Und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, ja doch, also mit dem Foto hast du Humor gut getroffen. So, also ausgesucht habe ich mir folgende Bilder von dir, Rainer. Und zwar einmal diese Dame hier. Die Dame habe ich dem Thema Extravagant zugeordnet. Naja, das Bild ist eigentlich sehr selbsterklärend. Was ich sehr toll finde, sind die ziemlich langen Fingernägel und ihr ganzes Outfit eigentlich. Das zeigt doch etwas von, ja, ich will schon gesehen werden. Ja, das ist super interessant, dass du das mit den Fingernägeln ansprichst, weil das habe ich selber noch gar nicht gesehen. Ich bin, oder mir ist die junge Frau aufgefallen, das sieht man leider jetzt auf dem Foto gar nicht so gut, die hat enorme Wimpern gehabt. Und dann hatte ich echt das Riesenglück, dass sie genau auf mich zugegangen ist und mich auch relativ spät mit der Kamera gesehen hat. Hatte dann die Augen verdreht und ging an mir vorbei. Dieses hier, das hat etwas Humoristisches. In erster Linie eine ganz normale Szene auch, würde ich mal sagen. Wobei ich mir jetzt nicht erklären kann, wieso hier so diese Baustellen Füße sind und die zwei da draufstehen. Also das hat schon was Urkomisches und das von der Bäckerei. Der Kürbis. Die Aufgabe hatte ich dir ja gestellt, einen Kürbis bei der Arbeit zu fotografieren. Also, was mich jetzt bei diesem Bild sofort begeistert hat, ist dieser Eingangsbereich. Typisch Köln, also einfach wunderbar mit den Kölner Stadtwappen. Du hast gewisse Köln-Bezüge schon mit in die Bilder einfließen lassen. Ja, wenn ich mir deine Bilder jetzt nochmal angucke, meine Bilder dazu gesehen habe, also sehr interessant, wie du die Sachen gesehen hast. Und ich bin jetzt so ein klein bisschen großkotzig, würde ich sagen, unentschieden, oder? Unentschieden ist es definitiv, wobei ich dir noch so einen halben Punkt mitgebe, da du den Köln-Bezug definitiv erfüllt hast. An meinen Bildern ist ja wirklich nicht ersichtlich, dass sie in Köln entstanden sind. Das hätte in jeder aller Weltstadt passieren können. Wobei, nee, also den halben Punkt, den gebe ich dir ganz locker noch oben drauf. Pass auf, machen wir es anders. Du gibst mir jetzt ein Bier aus, ein Kölsch, und dann bleibt es beim Unentschieden. Okay.